Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Wunschpartner Liebesorakel im Zeitraum von 18. bis 24. Februar 2019. Ich habe eine neue Legung. Diese neue Legung kam intuitiv, aber ich habe auch Gedanken gemacht, wie soll ich das aufbauen. Die Hauptthema ist hier oben die Hohenpriesterin. Die erste Karte, das ist die Hauptthema der Woche. Diese Hohenpriesterin steht für Spiritualität, spirituelle Entwicklungen und die Liebe-Partnerschaft zeigt uns etwas sehr Wichtiges. Diese Hohenpriesterin hat ein Buch in Hand. Dieses Buch nennt man das Buch des Lebens oder Akasha-Chronik. Und diese Akasha-Chronik existiert im Himmel und dort sind die Schicksalswege, die Menschen beschrieben. Auch wenn zwei Menschen sich begegnen, die Schicksalswege kreuzen sie sich. Und genau so ist dieses Bild aufgebaut. Wie kreuzt euren Schicksalswegen mit euren Partner und Wunschpartner? Ist auch witzig, dass gerade diese Karte erscheint, weil ich habe das nicht bewusst ausgesucht, sondern ich habe die Karten gemischt und so habe ich das ausgelegt. Und passt genau zu dieser Legung. Ich kann das so erklären. Diese Reihe entspricht euren Karten. Und damit meine ich euch Damen. In emotionalen Ebenen, die Liebe, Partnerschaft und dann die Taten. Und diese Karten entspricht die Karten von euren Partner oder euren Wunschpartner in emotionalen Ebenen, das Unbewusste, was kommt auf die Liebe oder wie sind seine Gefühle, wie stellt er diese Partnerschaft vor und dann kommen die Taten und das kreuzen wir. Hier kreuzen sich euren Wegen, hier kreuzen sich euren Wegen und hier kreuzen sich auch euren Schicksalswegen. Erstmal schauen wir an euren Unbewussten, euren Gefühlen, euren Sehnsüchte und Träume. Und damit meine ich euch Damen. Und das zeigt sich hier bei diesem Bild. Ihr seid bereit für einen Neuanfang. Auch wenn das momentan alles in die Schwebe ist, auch wenn das alles noch ungewiss ist, ihr seid offen auch für neue Begegnungen. Diese Zahl 0 hat auch eine Bedeutung. Diese Zahl 0 bedeutet eine Idee, eine Gedanken, die Vorstellungskraft. Es ist schon was da, aber noch keine Schritte. Natürlich ist das auch ein Hinweis, ihr sollt zurückhaltend sein. Natürlich Gedanken machen über ihn, Gedanken machen über diese Liebe. Aber macht ihr keine Schritte, seid ihr etwas zurückhaltend. Aber in Gedanken, in Gefühlen seid ihr mit ihm verbunden. Seinen Unbewussten, seinen Gefühlen zeigt hier dieses Bild. Seine Augen sind wie gebunden, wie geschlossen. Das heißt, er übersieht etwas oder er will seinen Gefühlen nicht sehen. Er unterdrückt etwas. Wäre aber wichtig,
weil die Gefühle sind da, auch wenn er das gar nicht sehen möchte. Im Hintergrund erscheint die Wahrheit. Das ist das Wasser und das ist die Gefühle. Und Mond symbolisiert die Sehnsüchte, die Träume, die Visionen. Das bedeutet mit anderen Worten, er ist unsicher, er weiß, er muss Entscheidungen treffen, er will aber nicht in die Tiefe schauen. Er will nicht seinen Gefühlen bewusst wahrnehmen, sondern er verdrängt das. Er kann aber nicht so tun, wenn das nicht da wäre, weil die Gefühle sind da. Es ist sehr intensiv. Euren Schicksalswegen kreuzen sie sich in diesem Punkt. Von hier kommt die Weg, diese Energie von ihm aus. Und hier trifft euch in emotionalen Ebenen, in Gefühlsebenen. Was erzählt dieses Bild? Die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Und hier in diesem Bild erscheint Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diese gebrochenen Kelchen symbolisieren die Vergangenheit. Und da fließt was. Und das, was hier fließt, sind die Tränen. Und diese Tränen hat er, diese Tränen habt ihr aber auch. Und das ist wichtig, die Vergangenheit abschließen, diesen Gefühlen, was mit Tränen verbunden sind, loslassen, mehr in Gegenwart sein, nachdenklich, aber nicht über die Vergangenheit, weil das macht traurig, sondern mehr über die Zukunft. Und die Zukunft zeigt diese beiden Kelchen. Und die stehen und stehen auch für Gefühle. Und diese zwei heißt Partnerschaft, Zweisamkeit. Die Liebe. Wie steht ihr zu dieser Liebe? Wie wollt ihr das leben? Und wie steht er dazu? Das ist eure Karte, die Liebe. Ihr seid bereit für einen Neuanfang. Ihr verspürt auch die Leidenschaft. Und ihr seid auch bereit, aktiv zu sein. Wie steht er zu dieser Liebe? Das zeigt hier dieses Schwert. Und das klärt etwas. Und hier muss bei diesem Schwert auf etwas achten. Trennen von Angst. Das ist nicht die Trennung von dieser Beziehung, sondern Trennen von Angst. Er hat Angst von etwas oder er zweifelt an etwas oder er zweifelt an sich selbst. Hier ist wichtig die Klärung, Klarheit, klaren Entscheidungen und Trennen von Angst, so wie Erzengel Michael trennt die Angst mit seinem Lichtschwert. Ihr trifft euch, euren Schicksalswegen kreuzen sie sich. Und welchen Punkt kommt ihr zusammen? Ihr macht diese Schritte. Und er macht diese Schritte und hier trifft euch. Euren Schicksalswegen kreuzen sich hier. Betrifft die Liebe, Partnerschaft. Für euch Damen ist es wichtig, in diese Liebe vertrauen. Diese beiden Kelchen ist ein Hinweis auf diese Partnerschaft. Und das ist ein Geben und Nehmen. Das ist im Gleichgewicht. Ein Zusammenkommen, ein Treffen, so wie hier das Bild zeigt, dasselbe. Daran sollt ihr vertrauen. Und das ist der nächste Schritt. Und seine Schritte ist, von Angst befreien, all das, was ihn bedrückt. Er fühlt sich auch in Enge und das muss er überwinden, loslassen. Wenn er diese Schritte gemacht hat, dann kommt ihr hier näher, kommt ihr zusammen
und hier wird etwas ausgleichen, kommt in Harmonie. Die Taten. Ihr Damen, was sollt ihr tun? Er, was macht er? Die Taten ist wichtig, euren eigenen Gefühlen betrachten. Nimmt diese Kelch in Hand und diese Kelch symbolisiert euren eigenen Gefühlen und dieser Teufel zeigt auch etwas. Angst, Zweifel, Schuldgefühl, das sind die Gefühle, was unsere Emotionen vergiften. Und genau diese Gift zeigt diese Teufelchen hier in dieser Karte. Also hier ist auch wichtig, die Angst loslassen. Dieses Bild kann auch Falschheit bedeuten. Eine falsche Freundin zum Beispiel. Oder irgendwelche Intrigen oder Lügen. Kann auch bedeuten, dass jemand wird euch etwas empfehlen oder sagt etwas. Vielleicht ist das ein gut gemeinter Rat, aber ihr könnt damit nicht anfangen. Also bleibt lieber in Wahrheit und hört auf euren eigenen Gefühlen. Und wenn ihr diese Entscheidungen getroffen habt, trennen, das ist hier die Trennung wichtig, trennen von Angst, aber auch trennen von falschen Leuten. Was macht er? Was setzt ihm Tat um in die Tage? Diese Karte zeigt, wie er müde ist. Er hat zu viel Arbeit. Er muss so viel bewältigen. Er muss um alles kümmern. Es geht gar nichts voran. Er verliert die Geduld. Aber er bleibt in seiner eigenen Kraft, weil der nächste Schritt ist dieser König. Und auch diese königliche Haltung, das heißt, er setzt sich durch. Bei den Münzen handelt es sich auch um die Finanzen, natürlich auch die berufliche Situation. Das bedeutet, er hat zu viel Arbeit, er ist müde und erschöpft. Aber er reißt sich zusammen, er zeigt Kraft und Macht und kommt zum inneren Gleichgewicht. Und das ist die Finanzen, das ist die berufliche Situation, aber wir können die goldenen Taler anderes auch deuten, dann handelt es sich um Werte und Wertschätzung. Er ist traurig, bekommt zu wenig Anerkennung, aber er setzt sich durch und zeigt Stärke und hier lacht schon, er muss zwar noch etwas ausbalancieren, aber er ist gerade dabei. Euren Schicksalswegen kreuzen sie sich und das ist die Ergebnis und das ist die Liebende. Und wenn wir das betrachten, wie ihr, was euch verbindet, dann können wir das auch so mal deuten. Es steht in diesem Buch geschrieben. Das heißt, ihr habt einen Dualseelenprozess oder eine Seelenpartnerschaft, eine karmische Verbindung habt ihr. Es ist hier in diesem geheimnisvollen Buch geschrieben. Ihr beide seid traurig wegen die Vergangenheit. Ihr beide sollt die Vergangenheit abschließen, raus aus dieser Traurigkeit und an Zukunft denken. Und das ist diese Partnerschaft, das ist die Zweisamkeit. Ihr werdet das alles ausgleichen und ihr kommt in Harmonie und ihr kommt auch zusammen. Das ist das Ergebnis. Und das war dieser Wunschpartner-Liebesorakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unseren Gedanken und unseren Gefühlen.
und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselbe Muster, was wir erlebt haben im Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist, oder die Männer ähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum, oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund. Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche dieses Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr den Link dazu. Dieses Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.